Hallo und willkommen zurück zu A Book of Unwritten Tales. Ja. Oder, nee, nicht ihr, sondern The Book of Unwritten Tales. Ja, mit, ich glaube, Ivo, ich vergesse es immer. So, müssen wir mal schauen, wie viel wir heute schaffen, denn ich bin gestern etwas später ins Bett gekommen, beziehungsweise heute Morgen war noch ein bisschen feiern. Aber schauen wir mal. Eine Zeichnung auf einer Steinplatte. Sie zeigt einen Mann in einer weißen Kutte mit einem Stab in der Hand. Im Kopfstück des Stabes strahlt ein Diamant. Eine Art Lichtstrahl erhellt ihn. Eine Zeichnung auf einer Steinplatte im Kopfstück der... Danke. Alles klar. Hier haben wir nochmal einen Spiegel. Eine kleine, dicke Figur. Sie hält einen Spiegel über ihren Kopf. Sieht uralt aus. Eine kleine, dicke Figur. Danke. Ja. Eine kleine, dicke... Okay, also hier haben wir nichts Sinnvolles zu erraten. Haben wir hier eine Schere. Eine Schere. Gut, die hilft mir jetzt wahrscheinlich gar nicht. Dasselbe, ne? Eine Zeichnung auf einem... Danke. Schauen wir mal, was ist das da? Öffnung im Boden. Eine kleine, kreisrunde Öffnung im Boden. Sie ist mit altertümlichen Schriftzeichen verziert. Genau wie das Wandbild. Okay, wir brauchen also so einen Stab. Alles klar. Was haben wir hier? Gerümpel. Die traurigen Überreste untergegangener Kulturen und des letzten Campingausfluges. Holzstab. Hey, sieht schon gut aus. Das ist der Stab von der Wandzeichnung. Etwa 2 Meter lang und an der Spitze hat er dieses Kopfstück aus Bronze. Nur der Diamant fehlt. Naja, dann ist ja alles da. Ist ein Diamant. Den traben wir schon auf. So, zack. Oder können wir den Holzstab mitnehmen? Ich nehme den Stab doch lieber nochmal mit. Ja. Vielleicht kann ich ihn auch anderswo gebrauchen. Vielleicht können wir damit oben, wenn ich mich recht entsinne, war doch diese eine Klappe hier da oben. Vielleicht können wir die mit dem Stab öffnen. Von draußen vielleicht. Irgendwie. Ich wollte doch den Stab haben. Wieso? Stab. Na? Sehr gut, sehr schön. Das Fenster ist offen. Die letzten Strahlen des Sonnenlichts können ins Haus. Sehr schön. Ja, das ist gut. Ich musste nur mal gerade mein Telefon hier auf nicht stören einstellen. So, wieder rein ins Haus. Jetzt müssten wir doch hier mehr... Ja, hatten wir es geahnt oder was? Dann gucken wir mal, wo es jetzt unten hingeht. Uns fehlt wahrscheinlich immer noch der Diamant. Der Lichtstrahl wird vom Spiegel der kleinen Figur reflektiert, aber er scheint einfach auf den Boden. Der Licht... Okay, ich dachte, man kann den dann ausrichten. Aber gut. Dann muss ich jetzt noch einen Diamanten besorgen. Und so ein Prisma, was wahrscheinlich alle drei... Ist das immer noch... Ich kann nichts Interessantes in all dem Krempel entdecken. Gut. Schade. Hier irgendwas? Diese drei Steinfiguren beim Gitter sind alle mit einem anderen Edelstein verziert. Diese hier hat einen Rubin im Schädel. Die Spinne hat einen Smaragd auf dem Rücken, grün und unergründlich. Dieser Vogel hat einen blauen Edelstein als Auge. Ich glaube, es ist ein Saphir. Die gibt es in so ziemlich allen Farben. Hilft mir das in irgendeiner Weise? Ein massives Eisengitter ohne Tür oder Schloss. Dahinter ist ein dunkler Raum. Irgendwie muss ich dieses Gitter öffnen. Gut, also wir haben hier verschiedenste Typen von Edelsteinen, die wir anscheinend auch nicht aufheben können, oder doch? No. Die Figur stellt etwas wie einen Hund dar. Er hat einen großen Rubin als Auge.
Gut, das hatten wir schon gehört hier. Eine Zeichnung auf einer Steinplatte. Sie zeigt einen Mann in einer weißen Kutte mit einem Stab in der Hand. Im Kopfstück des Stabes strahlt ein Diamant. Eine Art Lichtstrahl erhellt ihn. Ja, den Lichtstrahl haben wir jetzt. Auf dem Boden an der Figur gibt es seltsame Spuren. Es sieht so aus, als wäre die Figur gedreht worden. Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Ja, bitte. No. Na? Das könnte es doch schon mal sein. Jetzt fehlt uns nur noch ein entsprechender Edelstein. War hier nicht noch einer? Nee, keine Ahnung. Hatte ich hier nicht noch irgendwas gesehen? Wo versteckt sich der verdammte Edelstein? Hi. Wie genau kann man das Gitter im Keller öffnen? Hey, ich rede mit dir. Du kannst sprechen? Duke. Weißt du was? Vergiss es. Ich bekomme schon selbst heraus. Lieber suche ich jeden Zentimeter dieses Hauses ab, als mir länger diese Gespräche mit dir anzutun. Du kannst sprechen? Ich weiß, du warst nie da unten, aber im Keller stand ein Stab. Und ins Kopfstück dieses Stabs gehört ein Edelstein, ein Diamant. Weißt du vielleicht, wo der ist? Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ich habe es wohl vergessen. Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für mich aufbewahren solltest. Und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Ich hatte gehofft, sie hätten noch einen zweiten. Ich hab genug von diesem Blödsinn. Gib mir den Stein. Niemals. Drohungen helfen dir nicht weiter. Ich kann Karate. Aber bestimmt. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich, etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. So? Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Woher kennst du die Farbe seiner Unterwäsche? Ich habe keine Augenlider mehr. Was meinst du, wie ich die Augen schließen soll? Also, welche Farbe hat seine Unterwäsche? Ha, das ist eine Fangfrage. Er trägt keine. Das ist falsch. Du kennst ihn gar nicht. Nicht so gut, wie ich ihn kenne. Ich habe mich halt nicht so sehr mit seiner Unterwäsche beschäftigt wie andere Leute. So etwas weiß man doch. Also, welche Farbe hat seine Unterwäsche? Soll ich jetzt wirklich alles... Rot. Er trägt meistens rote Unterwäsche. Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Uns kam ja eine Katze entgegen. Die Katze heißt Mieze, glaube ich. Oh nein. Muschi? Tom, Krumbein, Azrael oder Mrs. Norris? Rätst du nur?
Nein? Trotzdem alles falsch. Wusste ich's doch. Du bist keine gute Freundin von Mortimer. Doch, doch. Die Antwort ist... Tja. Ich weiß die Antwort, aber ich muss kurz mal weg. Beeil dich. Ich hab heute noch was vor. Okay, also so... Müssen wir uns das langsam da rantasten, oder was? Oh. Was ist doch nicht... Ach, hier. Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Daher wussten wir das mit den Unterhosen, okay. Also ich hatte eben nun geraten, aber daher hätten wir es wissen können. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir an den Namen der Katze? Ich weiß gar nicht... Was war das? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. Wie kommen wir an den Namen der Katze? Schwierig. Schwierig, wirklich schwierig. Den Namen der Katze weiß ich nicht. Irgendwie... Schauen wir draußen nochmal. Vielleicht müssen wir mit der Katze interagieren einfach und fragen. Ich bin etwas irritiert. Ich sehe aber auch keine Katze. Können wir nochmal mit dem Vogel reden? Ich sehe zurzeit auch keine Katze. Hey, Cheep Cheep! Stell dir vor, ich habe die Geheimtür gefunden und bin in den Keller vorgedrungen. Hey! Ich könnte ein wenig mehr Aufmunterung gebrauchen, blödes Vieh. Danke. Ja, tut mir leid, du bist kein blödes Vieh. Naja. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee. Der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Tja. Mach's gut, Kleiner. Und stell nichts an. Gut, Heckenschere... Vielleicht hier irgendwas? Ne. Ach, die Heckenschere könnten wir vielleicht benutzen, um hier das... Ich habe es geahnt. Jetzt mache ich also doch noch die Gartenarbeit. Ah, bitte. Haben wir doch noch eine Chance. Es ist tatsächlich ein Grabstein. Ein kleiner Grabstein aus Granit. Kinski steht drauf. Okay, der Name der Katze... ist also Kinski. Alles klar. Kinski ist der Name der Katze. Vermute ich jetzt einfach mal. Wäre jetzt so. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich denke. Ich weiß, wie Mortimers Katze heißt. Na und? Ich auch. Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater. Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. Ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Zwei? Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nur den Stein? Noch nicht ganz. Eine letzte Frage habe ich noch.
Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Buddlerberg? Hä? Falsch! Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Codefrage. Und du kennst die Antwort? Sicher. Mortimer hat sie mir verraten. Und du hast sie nicht vergessen? Ich, nein. Also, wie lautet die Antwort? Keine Ahnung. 234 natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234 was? Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234. Das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja, 234. Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach die! Du meinst die 234. Ja, genau. Mit diesem, Dings. Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher. Großartig. Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich. Alles klar. Vielen Dank. Gern geschehen. So, ich würde sagen, die Folge machen wir jetzt Schluss. Wir haben ja dann doch ein bisschen was geschafft. Und in der nächsten Folge werden wir den Diamanten einfach mal in den Stab einsetzen. Bis dahin.